Was ist dein Kraftgeber? Kraftgeber helfen uns dabei, den Kopf frei zu bekommen und unsere Batterien wieder aufzuladen. Jeder Mensch hat etwas, das ihm Kraft gibt. Das ist wichtig. Für uns selbst, für unsere Gesundheit und für ein gesundes Miteinander. Was ganz genau unsere persönliche Kraftquelle ist, das ist ganz individuell. In dieser kleinen Serie möchte ich dir gerne verschiedene Kraftgeber vorstellen. Diese Woche die Natur. In diesem Video stelle ich dir das Waldbaden, eine ganz besondere Form des Wanderns, vor. Ich erzähle dir, warum es vielen Menschen so gut tut und stelle die wissenschaftlichen Hintergründe vor. Viele Menschen erleben beim Wandern, dass sie sehr schnell abschalten und in eine tiefe Entspannung kommen können. Das liegt einerseits daran, dass beim Wandern unsere alltäglichen Stressfaktoren weit entfernt sind. Es liegt aber auch an der Natur selbst. Sie wirkt auf uns beruhigend und kraftgebend. Diese Mechanismen werden beim Waldbaden gezielt aktiviert. Waldbaden ist damit ein bewusstes Wandern und Wahrnehmen der Natur. Entwickelt wurde das Waldbaden in Japan. Dort heißt es Shinrin-yoku. Es handelt sich um ein achtsames, meditatives Einlassen auf all das, was man in der Natur wahrnehmen kann. Also um ein tiefes Eintauchen in den Wald. Da unsere Vorfahren im und mit dem Wald gelebt haben, sind auch wir evolutionär fest verbunden mit dem Wald. Im Wald ist die Luft sauberer und anders als auf der Arbeit oder im Büro, wo es oft sehr viel Lärm gibt, können wir im Wald mal wieder eine angenehme Stille oder nur wenige Naturgeräusche ganz bewusst wahrnehmen. Auch unsere Augen kommen zur Ruhe. Statt Bildschirme und ganz viele Menschen sehen wir im Wald ganz viel Grün. Unser Blutdruck und unser Puls verändern sich und wir atmen tiefer im Wald, als wenn wir im Alltag von A nach B hetzen. Und auch unser Denken verändert sich. Typische Gedankenschleifen werden unterbrochen und wir kommen auf neue Ideen. Waldbaden beginnt damit, dass du nicht einfach nur durch den Wald gehst, sondern deine Sinne aktivierst und achtsam bist. Du spürst den Wind auf deiner Haut. Du hörst das Rascheln in den Bäumen oder das Zwitschern der Vögel. Oder du kannst auch die Rinde eines Baumes ertasten oder mit deiner Hand über Gräser streichen, um dich mit der Natur zu verbinden. So kann der Wald zu einem Beruhigungsmittel werden. Forschungsergebnisse aus den Niederlanden mit fast 350.000 Personen zeigen, dass Menschen, die in der Nähe eines Waldes wohnen, seltener Depressionen haben und ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes haben. Entscheidend ist natürlich, dass man dann auch regelmäßig in den Wald geht. Wann bist du denn das letzte Mal durch einen Wald gewandert? Schau doch mal, wo es bei dir in der Nähe ein Waldgebiet gibt und dann tauche mit all deinen Sinnen voll und ganz dort ein. Volle Kraft für das, was dir Kraft gibt.